Ja, herzlich willkommen. Es ist Kunstkantine heute in 8 Jahren, unsere 60. Ausstellung in Hamburg Hafen City und mit der wunderbaren, großen, tollen, bunten Künstlerin Larissa Kerner. Vielen Dank. Ja, Larissa, Dankeschön. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du bei uns unserer 60. Ausstellung bist mit Bildern. Ich fühle mich so geehrt, weil das ist ja, also das war ja nicht geplant, dass es die 60. Ausstellung ist. Und doch mag ich das, die Zahl mag ich und ich freue mich, bei dir ausstellen zu dürfen. Ja, das ist auch wirklich ein Zufall. Das ist ja aber ein ganz guter Zufall sozusagen. Ich sage ja, in meiner Familie, wir glauben nicht so an Zufälle. Ich glaube, dass das immer Fügung ist. Und ja, ich auch. Mhm. Ja, bei mir ist auch so, ich plane das immer nicht so vorweg. Es ist immer so, kommt und es passt dann sozusagen. Mhm. Ne? Also das ist so wirklich nicht geplant gewesen. Das ist fantastisch. Jedenfalls ist ja heute Abend die Vernissage. Ich bin sehr aufgeregt, du entspannt. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Das du ist bist ja auch ein bisschen aufgeregt, ja. Total, das ist ja auch was für mich. Man hat diesen intimen Moment mit seinen Bildern und dann geht das jetzt hier raus. Und das ist schon was Aufregendes. Also, ich habe so im Bauch so ein Gefühl von, ich bin aber freudig aufgeregt. Ja, ich auch. Ich würde dich gerne mal ein paar Sachen fragen, und zwar, wer ist Larissa Kerner? Erzähl du mal mein Publikum von dir erstmal. Stell dich mal vor. Vorstellungsrunde, also. Ja. Ich bin ich. Das weiß ich. Ich zeige heute hier einen Ausdruck von mir, der bei mir zu Hause stattfindet, in meinem Studio, und das ist ein Teil von dem, was ich so mache, und ich mache noch viele andere Dinge, und heute geht es einfach wirklich um meine Kunst, um meine Malerei. So. Ja, um deine Malerei. Genau. Und ich würde gerne wissen, wie kommst du zu der Kunst, wie kommst du zu der Malerei? Erzähl das doch mal. Wolltest du immer schon Künstlerin werden und malen? Der Zugang zu Kunst, und ich finde auch immer, was ist Kunst eigentlich? Diese Frage habe ich bis heute, also habe ich jetzt noch nicht, darauf habe ich noch keine Antwort. Mm. Alles, was ich so mache, für mich ist beruflich und privat gehört sehr zusammen, liegt sehr nah beieinander. Ich habe alles aus einem sehr starken Impuls heraus gemacht und aus wie sagt man, autodidaktisch. Autodidaktisch, okay. Intuitiv und autodidaktisch. Und das mit dem Malen ist entstanden. Ich hatte oft immer auch mit Malern zu tun und so. Und bin da aber tatsächlich einfach so aus einem Impuls heraus zu gekommen. Mhm. Und genau. Und seit wann ist dieser Impuls bei dir angekommen, sozusagen? Seit wann malst du? Also meine erste Ausstellung mit meiner Künstlerkollegin und Freundin hatte ich 2011. Ja, das sind ja schon 9 Jahre her. Das sind schon 9 Jahre her, und damals... Eine ganz junge Künstlerin damals. Ja, sehr jung auch. Alles war, ich habe sehr viel Musik in der Zeit gemacht, und dann kam das Malen dazu und hat für mich sich... Da tut sich auch für mich eine ganz andere, neue Welt auf, weil beim Malen ist es so viele intime Momente. Mhm. Jetzt lasse ich meine Bilder frei, und unsere intime Momente hatten wir. Teilst du jetzt teile mit ich uns. Das. Ja, aber jetzt sind sie auch frei, jetzt dürfen sie ja auch weitergehen. Und ich mache das schon ein bisschen und merke aber trotzdem, dass sich eben etwas immer wie weiterentwickelt. Mhm. Und ich habe da keine Vorgabe beim Malen, sondern es passiert ziemlich viel intuitiv. Mhm. Mhm. Und die Bilder sind ja Selbstporträt von dir. Und ist das so stimmungsabhängig dann? Oder wie kommst du jetzt auf diese verschiedenen Gesichter und Farben? Ja. Wie komme ich auf Selbstporträts? Das ist natürlich wunderschön. Bin sehr stark, also für mich ist das
gerade noch am absolut authentischsten mich zu zeigen, als mich in der Malerei mit der Umgebung zu beschäftigen. Mhm. Und kommt ja auch gut rüber. Ja, danke. Das ist etwas Persönliches von sich zu zeigen, finde ich gerade am allerspannendsten. Mhm. Auch ich das Gefühl, in einer Welt zu leben, wo viele Selbstbilder machen und wir sind überflutet von Informationen und. Hast du recht, ja. Und am Ende merke ich, dass ich bei all dem Internetdasein und bei allen vielen Menschen und, doch meine Inspiration auch aus meinen, aus meinem Leben irgendwie greife und aus meinen Emotionen, die kommen und gehen und und so sind die Selbstporträts entstanden. Für mich ist das auch so. Ja. Ich schaue nicht auf ein Bild und sehe mich. Ich sage immer sie. Sie da zum Beispiel oder sie da. Also das verändert sich. Ich bin zwar da meine Inspiration und auch mein Gefühl, aber beim Malen, finde ich, nimmt das Gesicht auch sein eigenes Gesicht ein. Mhm. Und genau. Gehst du dann mit einem mit einer Vorstellung in ein Bild oder entsteht das, während du malst jetzt, das Prozess und die Farben und die Gesichter? Oder hast du das schon vorher im Kopf? Ich mache ganz viele Schichten bei einem Bild. Also mein Stil würde sich vielleicht nicht darüber definieren, dass ich sehr realitätsgetreu male, sondern dass, also bei mir passieren ganz viele verschiedene Schichten und da bin ich einfach Schritt für Schritt. Mhm. Manchmal habe ich eine Vision und dann wird die auch wieder über den Haufen geworfen. So. Okay, ja. Aber es ist schon so ein Step-by-Step-Ding. Ja. Genau. Ja, wunderbar. Und dabei wird wieder übermalt, wieder abgekratzt, wieder gespachtelt, getaped. Also das ist wirklich, das ist einfach, meistens ist das so, dass die Absichten oder die Vision, dass die dann einfach sich verändern. Und sich dann, verändern. Genau. Und bei deinem Malen, entspannst du dich da? Also ist es da für dich, da bist du dann ganz weg von allen und das ist dann, Entspannung und deine Vision reinbringen und Kreativität. Also ich würde nicht sagen, dass das Malen für mich so ein Wellnessprogramm ist. Nein, das nicht. Aber dass du dann wirklich da so deine Kreativität auch mit reinfließt natürlich. Also so, dass du dann wirklich dann sagst, okay, ist es doch meins, Malerei, willst du dabei bleiben? Ja, auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Also beim Malen merke ich, dass dass einfach das Sein und das Machen, von dir, dass es darum geht. Es geht nicht darum, irgendwie sein zu wollen oder was beweisen zu müssen oder also mir geht es da vor allen Dingen ums Sein, dieses pure Sein und dann das Spüren, was passiert jetzt, Und die Gesichter, die dann am Ende da sind, haben das auch für mich gefühlt dann durchlebt. Hm. So den Prozess mit mir. Mit dir. Und da sind alle Emotionen. Da gibt es, manchmal spüre ich auch eine echte Wut beim Malen oder auch eine Vorsichtigkeit. Deswegen heißt die Ausstellung auch Vorsicht. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass vorsichtig sein mich total im Ausdruck total bremst und mich auch im Alltag bremst und in allem bremst, weil ich dann immer so, ich nicht zu laut sein, nicht dies und mal schauen, ob das noch so. Und das alles, finde ich, das bremst die Kunst. Das stimmt. Weil es darf, im Grunde genommen geht es mir auch darum, dass ich an einem Punkt manchmal diese Momente habe, wo ich merke, ich darf genau so sein, wie ich bin. Auch wenn ich gerade nicht die Brave bin oder wenn ich gerade nicht funktioniere. All das darf sein und das erfahre ich beim Schaffen. Mhm. Und
Ja, und das ist der Haupt, das ist der Kern, sage ich mal. Das ist der Kern von Kern. Das ist der Kern. Und den Rest kann man sich anschauen. Und, ja, klar. Wunderbar. Genau. Wie lange brauchst du ein Bild? Ist wahrscheinlich immer unterschiedlich, ne? Ja, so. Ich bin nicht so, ich lasse mir, also es darf, ich habe nicht so gerne Zeitdruck beim Malen. Ja, das ist am besten. Ja, ich bin da auch, wir haben auch schon, ich habe schon öfter auch Sachen auf der Straße gemacht und Performance-Malerei. Und das macht super viel Spaß, weil ich auch ja, ich mag Performance total gerne zu performen. Und doch finde ich, manchmal, für mich sind Bilder eben auch, die müssen auch mal eine Nacht schlafen. Also so, ich muss auch mal eine Nacht schlafen und sie dürfen auch reifen. Ja. Und manchmal dauert das 5 Minuten und dann ist es fertig. So. Ja. Ne, ich finde, bei der Entwicklung, entwickeln, auch wieder auf den Menschen zurückzuführen, bei der Entwicklung, finde ich, gibt es keine Zeitvorgabe. Nein, so. Gibt es nicht. Das stimmt. Ja. Bist du natürlich Hamburg Hafen City, das Tor der Welt hier. Und wo ja, geht deine Kunst danach? Ja. Die weite Welt, wo ist deine Vision? Was möchtest du... Also, was möchtest du damit verreisen? Das ist für mich echt aufregend, Nissi, hier heute zu sein, weil das ist ja auch meine erste Solo-Ausstellung. Und ja, ich habe mir eben, ich habe einfach gemerkt, dass ich mit meinen Bildern reisen möchte. Mhm. Es haben sich tolle Dinge ergeben. Ich gehe jetzt als nächstes, wenn ich dann hier jetzt bei dir, dann gehe ich nach Spanien und dann gehe ich im Herbst nach Amerika. Oh. Cool. Und das ist auch so ein total neues Pflaster und das ist auch so ein bisschen das Abenteuer, was ich reise super gerne und und deine Bilder dann mit. Meine Bilder reisen mit mir. Die reisen mit dir. Die reisen mit mir. Ja, wunderbar. Das ist ja gut. So, darauf stoßen wir jetzt darauf an. Stoßen wir an, okay. Genau. Da hier. Cheers. So, auf eine tolle Ausstellung und heute Abend die Vernissage. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist und... Super, und jetzt küsse ich dich mal. Mua. So. Mua. Cheers. Cheers. Auf Vernissage heute. Auf die Vernissage.